Riese und Müller, ja. Diesmal ein spezielles Modell mit einem sehr leichten Einstieg. Und der Vorteil ist natürlich, mit so einem Fahrrad habe ich natürlich Standsicherheit an der Ampel, wenn ich absteige. Das Oberrohr ist sehr, sehr tief gehalten. Ist das jetzt eine Damenversion oder gibt es das nicht mehr? Hallo Lucien. Hi Sven. Hi. Der Tobi, hi. Hi Tobi, grüß dich, ja. Ist noch ganz neu, die Namen kriege ich noch drauf. Wir sind bei Konrad, der Fahrradladen, in einem denkmalgeschützten Gebäude in Kaiserslautern sind wir. Und Riese und Müller hat es euch richtig angetan. Ihr habt wirklich tolle Räder von Riese und Müller vorrätig. Ja genau, also das hier ist ja jetzt das Charger Mixte. Und hier ist halt, das ist ein Unisex-Modell, wo halt für ein bisschen einfachen Einstieg halt das Oberrohr hat, ja. Ja, der Vorteil ist natürlich, dass du das, ich sag mal, multifunktionell fahren kannst. Für jemanden, der ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist, Campingbereich zum Beispiel, wenn mal die Frau, mal der Mann fährt und die sind ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, soll man zwar nicht, würde aber gehen, oder? Ja, genau. Also bei so einem Rad ist das halt perfekt. Hier habe ich einen Trapezrahmen, das heißt, ich komme immer leicht über die Stange drüber und auch die kleinere Frau kann dann auch mal das Rad vom Mann fahren. Das ist bei dem Rad kein Problem. Ja, trotzdem, ihr habt da nichts gespart. Das ist ja schon eigentlich ein Hardtail, ein richtiges Offroad-Fahrrad. Man kann es aber multifunktionell auch auf der Straße verwenden für alles. Die absolut eierlegende Wollmilchsau. Ja, also hier haben wir jetzt die Johnny Watts Reifen drauf. Relativ dicke Bereifung. Schon ein bisschen stollig, aber auch für ja, das Abrollen auf der Straße schon gemacht. Also ist ein Multifunktionsreifen. Ja, der geht ganz gut. Und wenn man da ein bisschen Druck rauslässt, dann geht der sogar jetzt hier im Herbst im Wald. Ja, das würde auch gehen, wenn es schmierig ist. Ja, klar, klar. Also durch die Stollen, die ich hier habe, kann ich auch im Wald auch auf Schotter ohne Probleme fahren. Ihr habt ein tolles System eingebaut. Das ist direkt mit integriert. Den Aufkleber kann man abmachen. Das Fahrrad ist direkt GPS getrackt. Ganz versteckt. Vielleicht sollte man nicht zu viel Werbung dafür machen, ja. Aber den Chip zu finden, das ist gar nicht so einfach. Genau, der X-Chip von Riese und Müller kann ich hier bei jedem Rad mitkonfigurieren. Und macht auch bei so einem wertigen Rad absolut Sinn. Preis von dem Chip? Der Chip macht, glaube ich, jetzt beim Einkauf so ein bisschen was über 100 Euro aus, aber ist es definitiv wert. Ja, der Vorteil ist auch natürlich, dass ich mein Fahrrad dann tatsächlich wiederfinde. Denn die meisten, die das entwenden sollten, wissen das im Zweifel vielleicht an doch nicht. Und da muss man allerdings schnell handeln. Oft sind die Fahrräder ganz weit weg nach einer gewissen Zeit. Das geht aber weltweit, geht das, oder? Ja, ja, das geht weltweit. Okay, ist da jetzt eine SIM-Karte drin? Wie muss man sich das vorstellen? Nee, ist tatsächlich ein Chip, der einfach GPS-Signal sendet. Funktioniert so, dass der Chip sich über die Lichtanlage lädt. Also das Licht ist bei Riese und Müller deshalb auch immer eingeschaltet. Ist einmal aus Sicherheitsgründen gar nicht verkehrt, wenn die Scheinwerfer mal an sind. Und auch der X-Chip wird da drüber halt mit Energie gespeist. Ja, aber wie funkt der denn jetzt anschließend jetzt... Ich sag mal, jetzt stiehlt jemand das Fahrrad, der Chip ist jetzt drin, jetzt muss ja irgendwie der Chip sich bemerkbar machen. Ja, der Chip, der sendet dauerhaft, auch wenn das Rad nicht gestohlen ist. Okay, das über Funk, über GSM nehme ich an, dass da eine SIM-Karte drin ist, oder? Ob da eine SIM-Karte drin ist, weiß ich. Es funktioniert. Es funktioniert, genau, ja. Das heißt, wir werden da nicht näher drauf eingehen, man kann es orten. Und das habt ihr schon probiert, es funktioniert? Das haben wir schon probiert und wir haben auch viele Kunden, die das auch ganz gern benutzen. Also. Aha, ich verstehe, um mal zu sehen, wo das Fahrrad steht. Genau. So, ich zeig mal gerade. Auch hier habt ihr eine Sattelstütze eingebaut, die federt. Das ist jetzt bei allen drin, ist das Standard bei Riese und Müller? Nee, das ist, kann man dazu konfigurieren. Bei manchen Modellen ist es optional halt dabei oder halt schon fest dabei. Aber bei so einem Charger halt, da kann man das dazu konfigurieren, ja. Cane Creek, ja, auch hier wieder mal dieses ganz brachiale Alu mit Sichtnähten, die jetzt nicht verschliffen sind. Das ist das Markenzeichen von Riese und Müller, also wirklich absolut für die Ewigkeit gebaut. Ja, genau, also massiver Look, massives Rad, das ist im Prinzip das, was die Designsprache schon so ein bisschen auch ja, zeigen soll. Die Magura-Bremsanlage, die Vierkolben-Bremsanlage, da muss man halt schon vorsichtig bremsen, denn die hat absolute Reserven. Sie lässt sich trotzdem gut dosieren. Genau, also bei der Vorderbremse, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man vielleicht schwächere Bremsen gewohnt ist. Aber lässt sich halt mit dem Hebel auch super dosieren. Steckachsen mit drin, man hat hier wirklich eine Federgabe vom Feinsten. Was ist hier drin? Ich gucke mal rein, eine Bomber. Ja, eine Bomber Z2. Genau, Mazzocchi Bomber Z2. Sehr wertige Gabel.
eine Luftgabel. Das heißt, die kann man und die soll man auch abstimmen auf das Fahrergewicht. Denn wenn eine Gabel, ganz oft ist ja so, ich komme rein, dann ist da viel zu viel Luft drin. Ja, die fehlt halt eigentlich gar nicht, oder? Ja, also das muss halt schon individuell abgestimmt werden. Und ja, das sollte man schon einmal, wenn man das Rad ja sowieso auf sich einstellt, sollte man auch die Gabel einstellen. Ja, ihr werdet gleich mal fahren. Das Ding fährt sich gar nicht wie so ein, ich sag mal, wie so ein Riese und Müller. Es sieht ja ein bisschen konservativ aus, sage ich jetzt mal. Also nicht so verspielt. Wenn du mal gerade hier draußen bleibst, Lucien, aufs Fahrrad aufpasst, ja, wir gehen mal ganz kurz rein. Ich zeige mal gerade ein etwas weniger konservatives Fahrrad. Das ist das Malaguti, was hier da ist. Was so typisch natürlich aussieht wie jetzt, ich sag mal, so ein Fully, was da ist. Also so richtig, ich quare die Berge und so. Das ist bei Riese und Müller. Das ist ja eher so ein bisschen, sage ich mal, so von der Optik her sieht es halt eher so aus, als wäre das jetzt ein Handwerksfahrrad. Genau, von der Optik her eher schlicht bei Riese und Müller, aber von der Technik, dann macht es das locker. Da steht dem nichts nach, oder? Genau. Okay. Gut, das war jetzt ein Fully, was jetzt da ist. Wir gehen mal kurz hier vorne hin, dass wir das mal sehen. Und natürlich auch ein kleines Markenzeichen. Ihr habt die Getränkehalter, die sind jetzt hier im Rahmen integriert. Das habe ich nur bei Riese und Müller gesehen bisher. Ja, das ist auch bei Riese und Müller schon so ein bisschen auch das Markenzeichen. Alles ist individuell konfigurierbar und hier halt ja, die Getränkehalter am Rahmen dran. So, man kriegt die auch ab. Zeig mal, wie das geht, bitte. Das kann man jetzt gar nicht. Achso, hochziehen einfach. Einfach nur eingesteckt. So, und das sind spezielle Flaschen, die sind natürlich auch dabei. Aber man, wenn man die jetzt nicht bestellt, die Aufnahmen am Rahmen sind schon drin, oder? Die Aufnahmen sind schon drin bei der Flasche. Also ehrlicherweise, wir haben sie meistens mit konfiguriert, weil es einfach eine praktische Sache ist. So, aber auch so Kleinigkeiten, die das Leben schön machen, sind mit dabei. Das Kiox-Display habt ihr jetzt konfiguriert. Dann hier ergonomische Griffe sind mit dabei. Ist das Serie? Genau, also wir haben hier die GP3 von Ergon. Mit Hörnchen? Mit Hörnchen, ja, die haben wir da, ja, genau, damit man auch beim Fahren so ein bisschen das Handgelenk entlasten kann. Und ja, das ist halt mit in der Kombination mit der Novinci Enviolo super. Also, ja, ich habe eine Enviolo dabei und da sieht man auch schon so ein bisschen, die ist im Moment im Bergmodus, das heißt leichter Gang. Genau. Aber ich glaube, du hast die Trittfrequenz ist immer gleich, oder? Oder ist das nicht so? Na gut, man soll ja versuchen, so in dem 70 bis 80er Bereich zu sein pro Minute. Und wenn man dann halt merkt, ich tritt schneller rein oder langsamer, dann ist man im falschen Gang. Also, und mit der Kombination, wo das Display in Echtzeit einem zeigt, wie man fährt gerade, ist es eigentlich, braucht man nicht mehr nachzudenken beim Fahren. Ist das jetzt so, dass während der Fahrt das Schalten möglich ist, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt stehe, ist das auch möglich bei der Schaltung? Es ist schon möglich. Ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Gibt da verschiedene Meinungen, aber ich finde es schon sinnvoll, während dem Fahren zu schalten, auch bei der Enviolo. Auch wenn sie das natürlich ab kann, macht es einfach schon mehr Sinn während der Fahrt. Also während der Fahrt. Hier hinten haben wir eine, ich guck mal gerade drauf, eine Zweikolben. Nee, hinten, ja genau, hinten ist eine normale Zweikolbenbremse verbaut. Die starke Vierkolbenbremse ist nur vorne. Die braucht man nicht, also wirklich hinten nicht, das muss man dazu sagen. Ja, bei Bremsen machen ja viele auch Fehler, also optimales Bremsen bergrunter sollte man nicht dauerhaft schleifen lassen, oder? Genau, besser stoßweise bremsen und auch beide Bremsen benutzen, nicht nur eine mal benutzen. Das sind ja auch viele, die nur hinten bremsen, weil sie vorne die Bremse nie richtig ausprobiert haben. Habt ihr viele, sag mal, Leute, die vorher nicht solche Fahrräder gefahren haben, die auch ganz lange schon nicht mehr Bike gefahren sind, die bei euch Kunde werden? Ja, also man merkt halt unheimlich, dass durch die E-Bikes ja, wieder Kunden auf die Räder steigen, die eigentlich schon lange kein Rad mehr gefahren sind. Also Wiedereinsteiger haben wir häufig. So, hier sieht man es. Konrad, der Fahrradladen bei Green Bikes. Riese und Müller Charger 3 Mixed GT Vario heißt das Fahrrad hier. Und da ist das Kiox-Display drauf. Es ist winzig, aber es ist voll im Stil, weil es ist kaum noch zu sehen. Ich kann mich daran erinnern, früher mussten die Displays immer so riesig sein. Das hat sich genau gewandelt. Ja, hier ist es einfach, das Display ist klein und fein und hat die wichtigsten Informationen und farbig. Da vorne ist das Bedienteil mit drin, auch das ist ergonomisch. Wir werden auch gleich mal zeigen, wir haben was ganz Tolles hier. Wir haben das neue Display von Bosch. Das kam irgendwie wahrscheinlich aus Versehen zu euch. Ja, aus Versehen mit Sicherheit nicht. Also bestellt haben wir natürlich das neue System, aber wir waren ganz happy, dass es jetzt schon bei uns angekommen ist. So, es wird sowohl das alte als auch das neue geben. Ja, fängt schon an beim Vorbau. Das ist ja mal ein Vorbau, oder? Ja, kann ich auch noch in der Neigung halt verstellen. Allein die Form von dem Vorbau, guck mal hier, da ist das Display in der Mitte integriert. Sieht schick aus. Ja, auf jeden Fall.
Ich guck mal gerade, was fällt mir denn noch so auf? Das Schutzblech ist aus Metall oder aus Kunststoff? Das Kunststoff, SKS, Kunststoff. Genau. Wir haben hier noch die Reflektoren, das finde ich auch noch ein ganz cooles Detail, wo halt auch kaum Hersteller haben, wo dann das Display in der Gabel hier so noch angeklebt ist. Das ist halt okay, das ist auch wichtig. Also die Reflektoren bitte nicht direkt abmachen, wenn ihr das Fahrrad kriegt. Ja. Dann ist hier ein ordentlicher Gepäckträger drauf, der was leisten kann. Der ist an mehreren Punkten auch festgemacht. Das heißt, das Ding ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Du kannst damit durch den Wald heizen, aber auch, was viele tun, es benutzen zum Pendeln. Ja, ich habe hier auch noch die Möglichkeit, durch die MIG-Adapterplatte verschiedenes Zubehör anzubringen. Also ganz klassisch wäre jetzt zum Beispiel das Körbchen, was ich einfach schnell einklinken kann, was dann auch gut einrastet. Und ja, der Gepäckträger sehr stabil. Die 25 Kilo hält er locker. So, Ständer ist mit dabei. Die sind dabei, die Pedale. Ich frage mal. Ja, die Pedale sind dabei. Sind dabei. Ja. So, dann der Bosch Performance CX. Das ist der stärkste Bosch-Motor, den es im Moment gibt. Die Einbauposition, die Leichtigkeit sieht man eigentlich nur noch bei Riese und Müller. Die sind komplett auf Bosch? Die sind komplett auf Bosch und auch fast komplett auf Bosch CX. Wie soll es anders sein? Das ist ja ein toller Mountainbike-Motor, mittlerweile Allround-Motor. Man sieht sie ja an irgendwelchen Hardtails schon drin, die da sind. Kommen wir mal zur Schaltung. Das ist, ich sag mal, eine Schaltung für Leute, die denken, da wäre jetzt ein Hecknabenmotor aus China drin. Ja, nee, das ist nur die Schaltung. Genau, das ist halt ein stufenloses Planetengetriebe, lässt sich sehr angenehm schalten, halt nicht so dieses übliche ruckartige, was ich bei der Kettenschaltung habe. Und ich finde, gerade bei Wiedereinsteigern, die wieder ein bisschen anfangen, Fahrrad zu fahren, macht es absolut Sinn, auf so eine Nabenschaltung zu gehen. Ja, und es ist wartungsfrei. Das heißt, ihr habt also jetzt nicht nur das Getriebe gewählt, ihr habt dazu passend auch einen Riemen gewählt aus Carbon. Das ist High-End. Ja, genau. Wir haben den Gates Carbon-Riemen hier und der hält halt locker 15.000 bis 30.000 Kilometer durch. Wir haben auch Kunden schon, die haben über 30.000 drauf und da ist noch nichts, irgendwelche Zacken ausgefranst oder so. So, wie kommt der Riemen dann durch den Rahmen durch? Ja? Ist da, ich meine, der muss ja irgendwo auf sein, oder? Ja, also wenn ich die Hinterachse öffne, kann ich nach hinten eben die Achse rausnehmen und dann auch den Riemen aushängen. Ihm aushängen. Und der muss ja irgendwie hier durch das Teil hier durch, da muss eine Öffnung da sein. Ach, da vorne, ja. Okay, das heißt, du kannst es aufmachen und seitlich wegnehmen. So, die Ladebuchse ist hier. Genau, hier wo die Gummilippe ist, kann man halt hier das Ladekabel von Bosch reinstecken, genau. Aber der Akku ist trotzdem noch entnehmbar, was ja mittlerweile nicht mehr absolut selbstverständlich ist. So, zeig mal bitte, wie das geht. Der ist jetzt von oben entnehmbar. Ja. Es ist kalt geworden, gell? Ja. Mit dem Wind vor allen Dingen. Ja, ihr wolltet ja unbedingt drehen an einem Tag, wo ihr einen neuen Fußboden kriegt, ja. Deswegen sind wir draußen, aber es ist auch schön hier. Und ihr beweist mal, ich meine, ihr seid ja junge Männer, euch macht die Kälte ja nichts aus. Absolut nicht. Ist das ein Gummi oder was ist genau, das? Genau, das ist eine Gummibeschichtung, die ist hier draufgeklebt auf dem Akku, dass der halt immer geschützt ist. Und ja, ganz easy aus. Und auch dicht, das heißt, Schläge kommen da ja jetzt keine drauf, weil da ja ein Schutzblech davor ist. Genau, die ganzen Steine, die werden da, prallen da ab wie ein Flummi. Wie ein Flummi. Dann hier, macht mal Klick, zack, drin ist es. Übrigens, guter Tipp, fahrt niemals mit Sandalen Offroad. Habe ich schon gemacht. Da ist jeder Stein, der irgendwie dagegen schlägt, ja. Oh, hat das mal wehgetan. Und du denkst da nicht dran, wenn du durch den Wald fährst, ja. Ja, glaube ich gern. Also hätte ich jetzt auch nicht eingeplant gehabt, mit Sandalen zu fahren. Ja, ich habe es dann gemacht. Ich habe so spezielle Sandalen aus Amerika mitgeholt. Die kannst du mit so Klett so richtig zumachen. Und dann hatte ich einen blauen Zeh. Ja, die Lampe. Was ist das für eine Lampe drin? Das ist eine Supernova Mini. Und die ist auch schon ordentlich hell. 10 Zeh gefrästes Aluminium, das ist schon ordentlich. Also da bin ich selber schon mal mit meiner Lampe gefahren und auch draufgefallen. Die platzt nicht auf wie so eine überreife Tomate, sondern die hält das komplett aus. Also das sind sehr wertige, sehr gute Lampen. Ja, ich fahre auch selbst Magua, muss ich sagen. Das heißt, das Bremssystem ist wirklich erhaben. Gibt es sogar mit Bremslicht, das haben sie aber nicht bei Riese und Müller eingebaut, oder? Es gibt manche Riese und Müller, die haben das mit Bremslicht. Mal gucken, da ist es nicht drin, aber ich weiß, dass zum Beispiel die Magura bieten dann auch die Möglichkeit mit Bremslicht, ist glaube ich auch Pflicht bei 45 km/h, genau. Da muss ein Bremslicht mit dabei sein mittlerweile. Da muss ein Helm sein, muss ein Außenspiegel sein, die Lampe muss dauerhaft brennen, genau, und eine laute Klingel muss auch noch dabei sein. So, hol's mal runter bitte, ja, gerne. Dass wir das mal sehen, denn die Fahrräder fühlen sich an
wirklich, wenn du drauf sitzt, das ist so satt und so, du hast so ein cooles Gefühl, wenn du da bist. Also man kann es gar nicht beschreiben. Also es fühlt sich gar nicht an wie ein Fahrrad. Nö, es ist halt einfach ein bisschen massiver, als man so ein Fahrrad eigentlich kennt. Aber dazu muss man sagen, es fährt sich halt trotzdem super wendig und sportlich. So, du darfst mal fahren. Das ist nämlich seine Spezialität. Er düst hier auch immer hier rum. Muss man sagen, wir drehen heute am Montag. Die Ruhe nach dem Sturm. Der Samstag, man sollte bei Probefahrt einen Termin machen. Ihr seid mitten in der Fußgängerzone. Wo parkt man hier? Ja, also direkt ums Eck haben wir ein Parkhaus in der Rosenstraße. Das ist von uns jetzt keine 3 Minuten weg. Ich würde empfehlen, dort zu parken. Man kann auch direkt vor der Tür bei uns einen Parkplatz bekommen. Aber da wir mitten in der Stadt sind, ist das oft auch schwierig. Sag mal, da wackelt nichts. Das ist wirklich unglaublich robust und steif ist der Rahmen, oder? Ja, ist sehr steif. Also auch wenn der Einstieg hier ein bisschen tiefer ist, schwimmt das Rad niemals, wenn ich in die Kurve einlenke. Lucien, komm mal zurück. Der will gerne mal aufhören, ja. Es ist ein echter Hingucker. Also ich habe das ja gesehen auf Campingplätzen. Die Leute, die gucken, Riese und Müller, das ist schon mittlerweile bekannt im Markt, ja, was die für Fahrräder bauen. Ne? Ja, also die sind definitiv dafür bekannt, hochwertige Räder zu bauen, die auch wirklich nicht nur ihren Preis haben, sondern wirklich robust sind, voll ausgestattet sind und auch immer mit den besten Anbauteilen. Und Spaß machen, das kommt auch mit hinzu. Also gerade wenn man irgendwas sieht, es gibt sogar andere Fahrräder, da kann man direkt hinten einen Kindersitz drauf machen, fix. 5.648,60 € kostet es hier, das Riese und Müller Charger 3 Mixed GT. Ja, wir sind in Kaiserslautern. Heute erster Videodreh bei euch, Riese und Müller. Wir werden heute noch ein anderes Fahrrad zeigen. Ich habe es eben mal kurz gezeigt. Es kommt aus Italien. Genau, das Malaguti Superior Limited Edition. Trotzdem werden wir heute mal ein bisschen Riese und Müller. Und ihr habt auch Easy, das sind Falträder. Ja, das sind super, also Kompakträder eher. Das sind super coole Kompakträder, 20 Zoll. Und die fahren sich super, also wie ein normales Rad. Mhm. Haben super Griff, wo man die... Kleiner, alles ein bisschen kleiner, alles weil das kleiner hier ist ja schon Kavenzmann, wenn du das mal eben so einladen sollst, irgendwo hinten rein und die Kompakträder sind halt viel leichter, viel kompakter. Sind leichter, aber fahren sich trotzdem halt wie ein richtiges Fahrrad. Also das ist auch was, da muss man muss es einfach mal ausprobiert haben. Weil mal fahren, oder? Man muss es einfach mal gefahren haben, weil vom Gefühl her echt super. Ja, Konrad heißt der Fahrradladen, deswegen darf ich auch Laden sagen. Ihr kriegt im Moment gerade einen ganz neuen Boden. Mhm. Wir gehen mal ganz kurz rein, deswegen drehen wir auch nicht drinnen. Am besten das Fahrrad mitnehmen. Öffnungszeiten hier montags bis freitags 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 15 Uhr. Ihr habt andere Zeiten im Sommer, muss man sagen. Wir drehen jetzt hier im November, da ist eine Stunde mehr, weniger. Wie sind die Zeiten? Genau, samstags haben wir im Sommer einfach eine Stunde länger offen. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wie die nächste Saison so läuft. Aber ich denke mal, es wird bei 10 bis 18 Uhr auch im Sommer bleiben. Wird auch bleiben, ja, es langt ja auch 10 Uhr. Man muss ja auch Backoffice machen. Also ist ja nicht nur so, dass ihr denn erst um 10 nach 10 kommt, oder? Nee, also immer was zu tun. Gerade die Werkstatt ist auch oft schon lang vor der Öffnungszeit da. So, und wenn die Leute jetzt denken, ihr habt keine Fahrräder, ihr musstet alles leerräumen hier vorne. Die Fahrräder sind im Moment hinten drin, denn ihr kriegt einen nagelneuen Fußboden. Ihr habt keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, gescheut haben wir sie vielleicht. Umgesetzt wird es trotzdem. Schöner neuer Fußboden muss sein. So ist das. Zeit ist es gar nicht mehr so einfach, ordentliche Materialien zu packen, aber wir sind jetzt froh, dass wir jetzt endlich den Boden bekommen. Ja. Ja, die Leute werden euch kennen hier aus Kaiserslautern, aber wo findet man euch, Konrad? Das ist die Glockenstraße 4, das ist direkt der Anfang von der Fußgängerzone, der Hauptfußgängerzone in Kaiserslautern. Also mittendrin. Genau. Aber trotzdem, man kann reinfahren, man kann auch hier abholen. Es ist so ein, ich sag mal, ihr seid so ein kleines bisschen versteckt von der Fußgängerzone, oder? Genau, also man würde klassisch vielleicht sagen 1B-Lage, so ein bisschen beruhigter ist bei uns schon, aber man kann in die Glockenstraße nicht anfahren. So, ich zeig's mal gerade hier vorne. Das haben wir schon gefilmt. Das ist ein absolutes, ich sag mal, tolles Bike mit einem ganz großen Display und allem drum und dran. Das haben wir schon gefilmt? Genau, das haben wir eben gefilmt. Ja. Das Supercharger und das ist echt ein super Rad mit allem, was geht. Also da ist Box alles drin. So, und jetzt werden wir gleich mal das hier zeigen. Hat eine tolle Farbe. Name von der Farbe? Weiß ich nicht. Salvia Matt. Doch, weißt du. Salvia Matt. Ja. Cool. Jetzt muss ich. Ja. Danke. Tschüss.